Am Sonntag ist WWE Backlash, hier ist das Booking-Video von meiner Wenigkeit. In diesem Video werde ich euch mitteilen, welche Szenarien ich umsetzen würde und ihr könnt natürlich auch gerne eure in die Kommentare schreiben. Wir starten direkt rein, ich habe eine Matchzeit von 110 Minuten für diesen Pay-Per-View veranschlagt. Payback hatte zum Vergleich eine Matchzeit von 165 Minuten, aber ich will Pay-Per-Views, wie ihr das vielleicht kennt, immer kurz und knackig halten, weil die Qualität dann einfach auch drastisch steigt. Wir starten mit der Kickoff-Show. Ty Dillinger wird auf Aiden English treffen. Ty Dillinger holt sich hier natürlich den Sieg. Vorher hat Aiden English so ein bisschen, ja, Mic-Time, kriegt eine Gesangseinlage und so weiter. Kann man ja alles in der Kickoff-Show bringen. Und weil schlecht singen ja absolut Heat zieht, wie man auch bei Bibi sieht, wird Aiden English extrem ausgebuht. Ty Dillinger nutzt dieses Face-Momentum, besiegt ihn und wird dann hoffentlich besser und auch konstanter in den TV-Shows eingesetzt. Der Opener der Show, wirklich danach der Kickoff-Show, ist das Tag-Team-Titel-Match. Die Usos, die auf Breezango treffen, und das könnte vom Match her richtig, richtig gut werden. Ich erwarte hier ein schnelles, ein technisches Wrestling-Match, deshalb auch im Opener. 15 Minuten lang, man kann eine Match-Story erzählen und so weiter und so fort. Breezango gehen am Ende knapp an den Titeln vorbei, kriegen aber ein super Showing. Die Usos gewinnen und bleiben Tag-Team-Champions. Das ist mein Szenario. Zum nächsten Match, Shinsuke Nakamura gegen Dolph Ziggler. Eins der großen Matches, auf das ich mich tatsächlich auch freue. Es ist das Debüt von Nakamura im Main-Roster, von daher sollte man ihm hier auch einen großen Entrance geben, meiner Ansicht nach. Am besten 4 asiatische Geigenspielerinnen oder irgendwie sowas. Man hat ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, was auch die Produktion angeht. Das Match bekommt von mir 20 Minuten, ist ein potenzieller Klassiker, kann auch nur Standard werden, man weiß es nicht. Die Matchzeit ist natürlich auch immer so eine Sache, entscheidet man sich für die lange Version, bei der Shinsuke Nakamura nicht ganz so dominant aussieht, oder für die kurze Version, bei der er wirklich komplett dominiert. Ich finde aber, ein starkes Pay-Per-View-Match würde einmal diesem Pay-Per-View helfen, aber auch Ziggler stärker aussehen lassen. Von daher 20 Minuten für diese beiden und die reißen die Hütte ab. Hoffentlich zumindest. Luke Harper gegen Eric Rowan zum Runterkommen. Das 10 Minuten lang, ziemlich Standard, denke ich. Harper wird das Ganze gewinnen mit der Discus Lariat. Hat ja auch keinen großen Aufbau, das ist mein Szenario. Luke Harper gewinnt mit seinem Finisher. Die Frauen, Becky Lynch, Charlotte und Naomi gegen das Welcoming Committee, Carmella, Natalia und Tamina. Hier würde ich 15 Minuten geben. Die Heels sind sehr, sehr schwach, brauchen deshalb einen Sieg. Ich finde, auch Tamina kann man wirklich als Zerstörerin darstellen. Also, wenn man da wirklich ein bisschen Impact reinbringt und sie in diesem Showing auch so ein bisschen als Badass-Frau quasi rüberkommen lässt, ich denke, das wäre schon cool. In meinem Szenario verletzt sie Becky am Bein. Die muss rausgetragen werden. Das heißt, es wird zum Handicap-Match und dann 3 gegen 2 Heels gewinnen, weil sie in der Überzahl sind. Triumphieren dann quasi. So würde ich das Ganze umsetzen, um die Heels auch zu stärken und vor allem auch um Tamina zu stärken, weil die ist auch so ein bisschen underrated in meinen Augen und hat auf jeden Fall den Look von der Zerstörerin. Könnte so ein bisschen die Nia Jax von SmackDown werden, was jetzt das Showing angeht. Aber das ist nur meine Ansicht. WWE United States Champion Titel Match, Kevin Owens gegen AJ Styles. Hier würde ich wieder 20 Minuten geben, das ist auch ein potenzieller Showstealer wie Nakamura Ziggler. Owens gewinnt am Ende clean mit der Pop-Up Powerbomb. Man kann die Fehde natürlich weiterziehen, das ist mir auch absolut klar, wenn man das machen will. Owens braucht aber einfach einen cleanen Sieg und dann ist AJ Styles sowieso erstmal wahrscheinlich raus aus dem US-Titelgeschehen, weil er Richtung Money in the Bank im Ladder-Match steht und dann kann man ja bei Battleground nochmal das Rematch bringen. Also ich würde Owens hier wirklich mal einen cleanen Sieg geben. Sami Zayn gegen Baron Corbin, das vorletzte Match des Abends. 15 Minuten würde ich hier geben und es ist einfach in meinen Augen viel zu früh. Und man sollte hier noch keinen klar gewinnen bzw. verlieren lassen. Von daher folgendes Szenario. Es gibt einen Brawl, Double DQ, die beiden prügeln sich durch die Halle. Die Security greift ein, separiert beide. Und so stellt man auch so ein bisschen die Intensität quasi da raus, weil man eben noch niemanden gewinnen und verlieren lässt. Die hauen sich einfach auf die Schnauze, aber noch keiner steht wirklich oben bzw. liegt unten. Und das WWE World Title Match Randy Orton gegen Jinder Mahal. 15 Minuten Matchzeit. Ich gebe Jinder wirklich die Chance, in einem längeren Match zu überzeugen. Orton schafft es trotz Singh-Brüder-Eingriff letzten Endes in meinem Szenario, den Titel zu verteidigen. Mahal verliert, ist damit raus aus dem Titelgeschehen. Randy Orton feiert mit dem Titel, aber Rusev kommt raus, fuckt ihn richtig ab. Accolade, Superkicks, man kann sogar eine Blutkapsel einsetzen. Von mir aus hat man ja beim Payback mit Reigns auch gebracht, also kommt mir nicht mit dem PG-Era
Argument. Randy Orton ist dann richtig fertig. Rusev als neuer Herausforderer quasi, der dann in der Fehde mit Randy Orton steht. Rusev feiert, steht oben und es gibt dann bei Money in the Bank das Titelmatch, was auf jeden Fall eine deutlich interessantere Fehde wäre, als das, was wir zuvor gesehen haben mit Bray Wyatt, aber auch mit Jinder Mahal natürlich. So würde ich Backlash 2017 booken. Schreibt gerne eure Meinung zu diesem Szenario in die Kommentare, beziehungsweise schreibt euer Szenario rein. Ich verabschiede mich. Viel Spaß beim Pay-Per-View und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.